alles, was in einem Theaterstück oder in einem Musical oder in irgendeiner Show schiefgehen kann, geht in diesem Stück schief. Wenn jemand in Deutschland sagt, ich gehe ins Theater, ich gehe sogar in ein Schauspiel, dann denkt man an so eine Romeo und Julia Inszenierung. Nee, der zerbrochene Krug. Oder der zerbrochene Krug, möglichst inszeniert mit Gartenzwergen und Gummistiefeln und Blut dazu noch. Wo wir beide sagen, nein danke, so etwas möchten wir uns im Leben nicht antun, außer wir haben irgendwelche Schlafprobleme. Und bei diesen Schlafproblemen können wir schön dabei helfen, oder die Theatermenschen können dabei uns helfen, dass wir einschlafen können. Normalerweise ist es so, wenn man in ein Schauspiel geht. Wir waren in London in einem anderen Schauspiel, nämlich wir waren im Play Goes Wrong. Und ich muss es sagen, es war das Beste, was ich je ein Schauspiel gesehen habe. Achtung, Spoiler! Lustiger als Book of Mormon. Weitaus lustiger. Es kommt drauf an, wie ihr drauf seid. Ja. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, da geht es ein bisschen auseinander. Also. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt. Erzähle uns bitte einmal diese Geschichte von diesem Schauspiel. Kannst du das? Also ja, ich kann es. Ich bin berüchtigt dafür, dass ich Geschichten in nur wenigen Sätzen zusammenfassen kann. Du weißt es. Moment, wir machen ein Beispiel. Sag mir irgendein Musical, ich fasse es dir in zwei Sätzen zusammen. Sag mir irgendeins. Nein, ich möchte jetzt einmal... Okay. Also, The Play That Goes Wrong ist im Prinzip ein Krimi auf der Bühne und alles, was in einem Theaterstück oder in einem Musical oder in irgendeiner Show schiefgehen kann, geht in diesem Stück schief. Das ist nämlich dieses Konzept dieses Ganzen. Das heißt, dieses ganze Stück lebt davon und ist nur deshalb lustig und vor allem deshalb lustig, weil... alles schief geht. Also, welche Pannen gibt es auf der Bühne? Text vergessen. Du hast immer noch nicht das zusammengefasst. Ja, es gibt eine Leiche und dann versuchen Detektive herauszufinden, wer diese Leiche, irgend so ein reicher Lord, umgebracht hat. Ja, die Leiche lebt dann irgendwann auch noch, weil der Schauspieler halt irgendwann mal aufsteht. So. Und selbst, weil sie die ganze Zeit auf den Arm von dem drauf treten. Also, alles, was es an Pannen auf der Bühne gibt, passiert in diesem Stück. Es ist kein Musical, es ist ein Theaterstück. Text vergessen? Ja. Texthänger? Ja. Darsteller sind zur falschen Zeit am falschen Ort? Ja. Was gibt es noch? Ach, Darsteller werden während der Vorstellung krank? Passiert auch. Darsteller sind sehr verwundet während der Vorstellung. Ja. Bühnenbild fällt auseinander? Ja, gibt's auch. Das Licht ist falsch eingestellt. Natürlich. Der Ton kommt selbstverständlich an dem Punkt, wo er absolut nicht kommen soll. Oder es kommen dann die falschen Einspieler beim Ton. Ja. Irgendeine Darstellerin, die überhaupt nichts kann, die eigentlich nur die Dekorateurin von dem Ganzen ist, muss für irgendeine andere einspringen und kann den Text nicht und steht im Text. Und hat einen schlecht oder hat unter ihrem oder so über ihrem Kostüm, aber über ihrem Techniker-Outfit hat sie dann so ein bisschen das Kostüm von. Was halt nicht passt. Ich glaube, man kann das nicht darstellen. Man kann es nicht darstellen. Es ist eine Absurdität auf einer Bühne. Ich hätte gedacht, es kann nur schief gehen, weil dieser Grat zwischen es ist super lustig und es ist völlig drüber, ist wirklich ganz, 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 ganz dünn. Und diese Menschen haben es in diesen ganzen Jahren, wo sie das spielen und wo sie dieses ganze Ding eben kreiert haben, das ist ja schon ein bisschen älter, haben sie es geschafft, diese Perfektion herzustellen. Und ich habe mich selten in einem Theater derart geschämt. Ich habe mich geschämt. Ich habe so unendlich lachen müssen. Also egal, was passiert ist und vor allem einfach nur, wenn eine Tür die ganze Zeit nicht zugeht und wenn sie aufgehen soll, geht sie natürlich nicht auf. Das ist für mich, ich glaube, das kann man null rüberbringen. Die Japaner vor uns haben auch nicht verstanden, warum man die ganze Zeit gelacht hat. Ich glaube, die sind auch in der Pause gegangen. Oh, die war so laut. Hat die ganze Zeit gelacht. Vor allem, es ist scheißegal, was sie spielen. Ja. Es ist unendlich lustig. Die Schauspieler sind schon vorher im Publikum. Ja. Die Schauspieler sind in der Pause im Publikum. Und weil noch ein Hund entlaufen ist. Ja. Der Hund ist entlaufen und es gibt auch noch Flugzettel, die könnt ihr dann einsammeln, weil ein Hund entlaufen ist. Und später sollte dieser Hund, der Hund ist eigentlich Teil der Inszenierung, aber er taucht nicht auf. Sprich, da kommt nur einer mit der Hundeleine später auf die Bühne. Die spielt nicht sogar einer der Darsteller den Hund? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist auf jeden Fall... Man kann es null beschreiben und es ist eben die Sache, steht ihr wirklich auf kompletten Klamauk und könnt euch darauf einlassen, es ist das perfekte Stück, was ihr definitiv einmal im Leben gesehen haben müsst und vor allem in einer Qualität, wie sie in London oder in New York läuft. Und ihr müsst mal sehen, Schauspiele funktionieren in London oder in New York ausschließlich, indem man berühmte Menschen da reinholt und dass die das spielen. Wie Orlando Bloom in London momentan. Und Play Goes Wrong läuft sowohl am Broadway als auch in London nicht mit Stars und es ist jeden Abend
voll. Und es ist das Geilste, was man sich nur vorstellen kann. Ich bin der absolute Fan davon. Ich könnte wirklich nichts denken, was man da an diesem Abend hätte besser machen doch, können. Doch, eine Sache. Doch. Nein, nein, doch, nein, pass auf. Nein, der, nein, nein. Lass ich nicht der zweite Akt hat ein bisschen geschwächelt. Also wenn man vom ersten Akt verwöhnt ist, dann fängt der zweite Akt fängt ein bisschen lahm an. Aber spätestens, wenn der eine seinen Text die ganze Zeit wiederholt, dann wird's wieder lustig. Wenn er nicht nur einmal den Text und wiederholt, spätestens, wenn der eine seinen Text die ganze Zeit wiederholt, dann wird's wieder lustig. Ja, fünfmal wiederholt er die, oder mindestens sechs, sieben, ich weiß es nicht. Und spätestens, wenn der eine seinen Text zum zweiten Mal wiederholt, dann wird's wieder lustig. Nicht nochmal. Ja, aber er macht's fünf, sechs, sieben Mal, bis das Publikum am Boden liegt. Für mich definitiv eines der besten. Definitiv. Was? Es ist insbesondere lustig, weil es gibt Peter Pan Goes Wrong ja. auf YouTube in einer Aufnahme und ich habe irgendwann das geschaut und ich habe Tränen gelacht, nur vor einem Computermonitor. Und es ist so schwierig, wenn ihr mal Theaterstücke angeschaut habt, es ist normalerweise diese riesige Distanz da und es funktioniert normalerweise... Du gibst jetzt aber nicht den Tipp, dass man sich auf YouTube irgendwelche Theater-Musical-Sachen anschaut, oder? This is not Wicked the Musical. Ja. Nein, aber es gibt es häufig, dass es auch Mitschnitte gibt, die einfach nicht funktionieren und es ist so unglaublich lustig. Ich gebe es The Play That Goes Wrong 9 von 10 Punkten. Es ist nie 9 von 10. Ich hatte noch nie so einen lustigen Abend und vor allem einen Abend, wo ich komplett die Welt um mich vergessen habe und nur gedacht habe, genau das ist, was ich mag und es finden bestimmt auch 50% der Menschen völlig scheiße, weil sie einfach nicht den Humor mögen. Nee. Und ich verstehe das auch. Nicht jeder ist das. Aber für mich ist es 10 von 10 Punkten mit einem kleinen Sahnehäubchen voller Wodka. Oh nein, mit einem Sahnehäubchen. Ich fasse es nicht. Es ist so gut. Und immer, wenn sie übrigens den Alkohol trinken und 20 Mal... Die trinken doch den Benzinkanister, oder? Aber sie haben nichts anderes eben. Sie haben das Benzin und müssen das trinken. Sie ziehen, das ist, glaube ich, auch das Geile. Sie ziehen es, auch wenn es schief geht. Sie ziehen ihre Sache gnadenlos durch und versuchen und denken und spielen es so, dass das Publikum denkt, also dass das Publikum nichts mitbekommt. Aber das Publikum bekommt natürlich alles mit. Ja, und am Anfang, es ist der eine Darsteller, der dann irgendwann nicht mehr kann. Und dann kann der wieder und dann hauen sie dem wieder die Tür vorm Kopf. Es ist so unglaublich absurd und ein absoluter Tipp für uns. Es gibt nicht nur Musicals, sondern es gibt solche geilen Theaterstücke, die man auch anschauen muss. Wir saßen in der vorletzten Reihe. Fuck off, scheiße. Und was haben wir denn gezahlt, glaube ich, 20, 30 Pfund oder so? Wir haben, glaube ich, um die 20 Pfund bezahlt an dem Abend. Und wir haben auch noch Tage vorher die Tickets bekommen, ne? Ja, also es gibt immer Daily Seats, da, oder nicht nur Daily Seats, sondern auch bei TKS, ja. Und es gibt noch ein anderes Stück momentan in London, das haben wir leider noch nicht gesehen. Comedy About a Bank Robbery, soll auch sehr lustig sein. Ja. Da aber gehen wir zum, als wenn wir es nicht jetzt mal in London sind, gehen wir hätten wir die Chance gehabt, hätten wir es angeschaut, es soll noch mal brutaler sein als das. Ihr müsst wissen, die Menschen, sie tun sich nichts da. Die sind wirklich trainiert dabei. Ach nein. Nee, ich dachte, die haben jeden Abend neue Darsteller. Aber so wie die hinfallen wirklich, hast du es mal, also... Ja, die werden ja hoffentlich einen Knieschoner tragen. Weiß ich nicht, es ist so... es ist das Lustigste, was ihr euch nur vorstellen könnt. Oder ihr sagt dann danach... Nee, Adrian, das war eine Scheiße, es ist nicht mein Humor. Ja, das könnt ihr gerne drunter kommentieren. Wart ihr schon mal in dem Stück, weil es gibt so ein paar schlechte Produktionen auch in Deutschland, die so rumtouren. Ich glaube eher nicht. Sondern wart ihr schon mal in London insbesondere? Wart ihr schon mal in London da drin? Nämlich, ich würde gerne wissen von euch, ist es euer Humor oder ist es nicht euer Humor? Dann kommentiert gerne drunter und egal was ihr sagt, es wird immer noch das Stück sein, worüber ich noch tagelang lachen könnte. Egal, ob ihr es mögt oder nicht. Ich hoffe, ihr mögt es aber trotzdem. Ja, wenn ihr es nicht mögt, dann macht so drei Zwinker-Smileys, dann weiß ich Bescheid. Kommentierst du dann drunter? Ja, dann kommentiere ich drunter. Ja, danke.